Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dirk. Ja, ich wollte jetzt mal wieder, ich habe was Interessantes wieder gefunden als Video. Diesmal sage ich was dazu. Es geht sogar eher ein bisschen ins Positive für den Michael. Also, wir haben den Michael ein bisschen, glaube ich, zu sehr Unrecht getan. Er ist sozusagen, so habe ich das auch nicht, das ist auch für mich neu, ziemlich ein großes Opfer, teilweise zumindest seiner Persönlichkeitsstörung. Seiner schweren Persönlichkeitsstörung, muss man ja sagen. Also, ihr wisst ja, also die jetzt mit Michael Stress oder die ihn nicht mögen, dass das ja bisweilen sehr aufregen kann, wenn er halt einfach immer Sachen totschweigt oder sowas und einfach da nicht mehr drauf eingeht und ihr wisst, was ich meine. Und da denkt man natürlich immer, er ist sehr böse und bösartig, dass er sowas macht. Es ist er wohl teilweise schon, aber es ist was anderes. Er ist teilweise selber Opfer dieses Verhalten, zumindest in diesem Teil, das zeige ich euch mal. Moment, ich mache jetzt mal eine Pause. Also, das Thema dieses Beitrages ist Narzissmus, eine perfide Wahrnehmungsstörung. Das gilt vor allem wahrscheinlich für normalgestörte Narzissten. Michael ist ja ein ganz besonderer, der ist wahrscheinlich ein maligner Narzisst, aber ich denke mal, teilweise ist er da auch ein Opfer von. Dieses Video, keine Angst, das geht zwar fast 20 Minuten, aber ich zeige nur etwa die ersten 5 Minuten. Rest könnt ihr ja noch euch wenn ihr euch dafür interessiert, natürlich in der Verlinkung angucken. Ich habe mir bis jetzt auch erst die ersten 5 Minuten angeguckt. Ich finde die schon so spannend, dass die reichen. Genau, eventuell sage ich was dazu. Genau, ich leg mal los jetzt. Narzissmus ist eine ernstzunehmende Wahrnehmungsstörung. Inwiefern die Wahrnehmung eines Narzissten gestört ist und wie es überhaupt dazu kommen konnte, werde ich heute in diesem Video erklären. Inwiefern haben Narzissten jetzt eine gestörte Wahrnehmung? Vielleicht kennst du es sogar. Du bist im Gespräch mit einem Narzissten. Du sagst ihm, so wie du mit mir umgehst, ich kann das nicht aushalten. Ich weiß einfach nicht, wie ich durchdringen kann zu dir. Ich habe das Gefühl, du hörst mir einfach nicht zu. Du bringst bestimmte Beispiele, inwiefern er dich zutiefst verletzt hat oder sie, es kann natürlich auch eine Frau sein. Was passiert dann? Wird er darauf eingehen? Wird er verstehen und dir zuhören? Ganz im Gegenteil. Er wird das einfach wegignorieren. Das können Narzissten extrem gut. Sie ignorieren bestimmte Sätze einfach weg, als ob du sie nie gesagt hast und auch bestimmte Sachen, die er oder sie getan hat in der Vergangenheit, das ist einfach nie passiert. Das heißt, die Wahrnehmungsstörung kommt daher, dass der Narzissmus verhindert, dass die Person das überhaupt ernst nehmen kann. Jeder Narzisst hat eine individuelle Persönlichkeit. Dann gibt es aber noch den Narzissmus. Dieser verhindert einfach bestimmte Sachen. Dieser verhindert, wenn du einen sehr validen Kritikpunkt bringst und er den nicht mag, verhindert der Narzissmus, dass er diesen überhaupt ernst nehmen kann. Es registriert nicht bei ihm. Das Interessante ist hier, irgendwie registriert er das ja schon. Denn er filtert heraus, was er benutzen kann gegen dich, was gut ist und was nicht gut ist. Das heißt, er filtert heraus, was er wegignorieren wird. Und dazu gehört, dass er es überhaupt registriert und wahrnimmt. Sobald aber dieser Narzissmus jetzt etwas herausfiltert, etwas hört, was negativ sein könnte und wo auch etwas tatsächlich dran ist, dann wird es nicht weiterverarbeitet. Sein Gehirn verstößt einfach diesen Gedanken und wird es einfach nicht ernst nehmen. Das ist ein großer Grund, warum es so frustrierend ist, mit Narzissten zu sprechen. Aber ich glaube, das kriege ich schon hin mit unserem Michael, ne? Also jetzt weißt ja, wie das, also wie gesagt, ihr seht ja erst teilweise selber Opfer. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Also Michael, ich höre einfach nicht auf, dass irgendwann tut dein gestörtes Gehirn das schon erreichen. Warum hast du die 50 Euro noch nicht gespendet? Warum hast du das mit Andreas Rau gebracht? Warum hast du meine Voicemails in den E-Mails damals, in deinen Videos gebracht, Michael? Was ist mit dem Führerschein in Madrid, mit dem LKW-Führerschein? Was ist da los? Mir fallen gleich noch andere Sachen ein, Moment. Ja, genau. Also wie gesagt, Michael, das kriegen wir beide schon hin. Das hämmer ich dir schon in deine Narzisstenbirne ein. Das ist irgendwie, da brauche ich irgendwie ein Draht. Und ich bin ja so ein widerlich penetranter Typ, ja. Genau, und dann auch noch, Michael, du weißt schon, dass dein Verhalten alles, nochmal, ich will es dir sagen, dass das alles aus deiner Kindheit und Jugend kommt, wo sie dich halt wie Scheiße behandelt haben, Michael. Weil du halt wahrscheinlich übergewichtig warst, weil du halt diese furchtbare
Fehlstellung in den Augen hattest, also was für dich furchtbar war, ich sage nicht furchtbare, Entschuldigung, diese Fehlstellung in den Augen hatte, und da haben sie dich böse verarscht, dann bist du ja irgendwie, hast du zu wenig Liebe erfahren. Michael, das kriegen wir beide hin. Ich krieg das in deinen Kopf rein, glaub es mir, wirklich. Und dann bitte, sag jetzt endlich mal, warum hast du meine Voicemails gebracht? Warum hast du das mit Andreas Frau gebracht? Du warst doch derjenige, der sie zuerst genannt hat. Eine Unschuldige. Ja. Und genauso das Gleiche mit, da war ich zwar nicht dabei, da war ich Dinges, mit Andreas, seiner Tochter. Genau das Gleiche, nochmal. Michael, nochmal. Warum hast du das mit Andreas, seiner Frau gebracht? Warum hast du das mit Andreas, seiner Tochter gebracht? Was ist mit dem 50 Euro Spende? Was ist denn jetzt los mit dem LKW-Führerschein, Michael, in Madrid, den du machen wolltest? Genau, und was ist, warum hast du meine Voicemails gebracht im Ding, obwohl du gesagt hast, von dir aus, du bringst sie nicht. Ja, Michael, das kriegen wir. Nochmal, du bist ein Opfer deines Kindheits. Du bist kein toller Typ. Du bist einfach schwerst gestört, Michael, aufgrund deiner furchtbaren Kindheit, weil du nichts dafür kannst. Du wurdest gehänselt, verarscht aufgrund deines Äußeren und hast wahrscheinlich, weil du, ich habe gehört, im Heim, irgendwie ist ja auch wurscht, ob im Heim oder bei einer Pflegefamilie oder bei richtigen Eltern, du hast wenig Liebe erfahren, Michael. Aber wie gesagt, das kriegen wir schon. Ja, ich bin so ein Einheimerer. Ja. Jetzt hören wir noch ein bisschen weiter und dann verlinke ich das und dann können die Leute, die sich dafür interessieren, auch vielleicht du, Michael, du solltest es andauernd wieder anhören, dieses Video. Andauernd, dass es endlich mal reingeht bei dir halt. Ja. Ja. Nicht immer die Scheiße verdrängen, Michael. So geht's nicht. Aber gut, du kannst dafür nicht. Er sagt es ja noch weiter. Es sind ja noch, ich lasse noch so 2-3 Minuten laufen. Das ist zu spannend. Okay. Du möchtest sie packen und sagen, bitte hör mir doch zu. Warum verstehst du das einfach nicht? Warum gehst du nicht darauf ein? Warum verdrehst du das sofort? Der Grund ist, er möchte es nicht verstehen. Er möchte es nicht richtig hören. Narzissten sind oftmals sehr, sehr clever. Das heißt, wenn du etwas ansprichst, wissen sie meistens sogar direkt, worauf du hinaus möchtest. Genau deswegen können sie so unglaublich gut davon ablenken. Sie wissen genau, was du ihnen vermitteln möchtest. Sie verstehen ganz... Das könntest du ja bei mir nicht, weil wir ja nicht direkt miteinander telefonieren oder uns sehen, ne? Das hättest du gerne so, ne? Hast du ja auch, wo ein Telefongespräch habe ich eine Sache angeschwungen, das habe ich gleich gemerkt. Ich war darauf vorbereitet. Ja, wie gesagt, hast ja nicht gespendet, die 50 Euro, ne? Aber wie gesagt, ich vergesse das nicht. Aber wir kriegen das hin, Michael, glaub es mir. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, ja, wir beide. Genau, der Narzissmus verhindert jetzt, dass er das ernst nimmt und genau weil er weiß, worauf du hinaus möchtest, kann er so gut ablenken. Du hast das Gefühl, es ist so schlüpfrig, nie schaffe ich es tatsächlich eigentlich durchzudringen. Und der Grund ist nicht, dass du es so schlecht erklärst, denn es kann gut sein, dass du dir immer weiter Gedanken machst, wie... Der Typ kennt mich nicht. Ah, geht weiter. Kann ich durchdringen. Wie kann ich ihn erreichen? Wie kann ich mich noch besser ausdrücken, dass man es einfach verstehen muss und es nicht falsch verstehen kann? Und jedes Mal wird der Narzisst es falsch verstehen, weil er es falsch verstehen möchte. Es liegt nicht daran, dass du es schlecht erklärst. Es liegt daran, dass er genau weiß, worauf du hinaus möchtest. Narzissten tiefgründig wissen, was sie anderen Menschen antun. Oberflächlich oder bewusst, wie man möchte, verstehen sie es einfach. Das ist das Interessante bei Narzissmus. Es gibt ein sehr interessantes Wechselspiel zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten. Sie haben eine ganz falsche Kommunikation, eine sehr gestörte... Mal Spaß beiseite, ich schaffe es natürlich auch nicht bei Michael. Der ist zu krass gestört. Das ist jetzt Ding, aber ihr seht, er ist selber Opfer. Ja. Er ist... Ja. Trotzdem, Michael, muss ich mich dran erinnern. Vielleicht irgendwie... Ja. Du verstehst es, innen drin ist es ja in dir drin. Ne? Auch die ganze scheiß Kindheit, die du hattest. Ja, jetzt guck mal, lass mal noch mal eine Minute laufen und dann, ja. Die Kommunikation. Wie gesagt, tiefgründig wissen sie sehr, sehr viel und genau deswegen können sie oberflächlich bewusst so gut manipulieren und so gut ausweichen im Endeffekt. Wie konnte es jetzt so weit kommen, dass ein Mensch weiß, dass sein oder ihr Partner etwas ansprechen möchte? Dass der Narzisst dich verletzt hat, zutiefst verletzt hat und das ist sehr ausschlaggebend hier. Menschen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben das Potenzial, Menschen in den Selbstmord zu treiben. Das ist nicht übertrieben. Auch da, selbstverständlich, ist alles deine Schuld, denn niemals kann irgendetwas wirklich seine Schuld sein oder ihm. Aber Michael, nicht, dass jetzt kommst du mir einen ganz fiesen Text presst und ich springe vor den Zug oder so, ne? Oh, das ist deine Strategie. Also du willst mich, du sagst die ganze Zeit, du willst mich nicht schlagen, aber du willst mir was Böses sagen. Oh, jetzt weißt du, wo ich wohne.
ihre Schuld sein, außer kleine belanglose Sachen manchmal. Da können sie durchaus sich entschuldigen und du denkst dir, ja, das ist jetzt nicht das große Problem. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass du mein Leben zerstören möchtest. Und leider ist das so. Nicht, weil sie es... Ja, Michael, ich habe Sehnsucht gehabt, als du gekommen... Ich habe echt gedacht, wir sehen uns in Tübingen. Du bist nicht gekommen. Also das hat schon wieder auch was in mir kaputt gemacht. Ne? Hat er vollkommen recht. Wollen? Irgendwie wollen sie es, aber der Narzissmus in der Person will es. Die Person an sich kämpft vielleicht sogar stark dagegen und das siehst du vielleicht sogar. Du siehst, dass er sich Mühe gibt, dass er dagegen ankämpft, so eine böse... Ja, das entspricht eher bei normalen Narzissten. Ich glaube, das ist bei Michael eher weniger. Vielleicht dann, da muss ich mich bei vielen entschuldigen. Also wenn du wirklich diesen inneren Kampf hast, dann ist immerhin, das ist ja schon mal ein Anfang halt. Ja. Also wie gesagt, ich lasse jetzt nicht weiter. Also nochmal, Michael, warum hast du Andys Frau gebracht? Was ist mit meinen Voicemails? Warum hast du sie in dein Video gebracht? Was ist mit dem scheiß LKW-Führerschein in Madrid, mit dem Projekt? Hat man auch nichts mehr gehört. Ja. Es tut uns mir leid wegen deiner scheiß Kindheit. Ja. Wirklich furchtbar, dass sie dich gehandelt haben, dass du sie nicht geliebt haben, wo es ganz klar ist, aber aus dir sowas wird. Ja, aber Michael, naja, es ist halt so. Ne? Also Leute, ich verlinke euch das Video. Also dann, ciao, ciao.